Richard Tuttle. Richard Tuttle, auch eher ein bekannterer, älterer Künstler. Wie viele Künstler aus diesen 60er, 70er Jahren Umfeld hier bei Art and City dabei sind, weil eben damals diese Fragestellung erstmals richtig wichtig geworden ist, die Auseinandersetzung der Kunst mit der Stadt. Ne? Und Tuttle hat mir, als er hier in Zürich war, ganz begeistert davon erzählt, wie er damals in den späten 60er und 70er Jahren eben schon Kunst im öffentlichen Raum gemacht hat. Das hat alles nicht überlebt, das wurde abgeräumt, das ist vielfach auch eben aus Materialien hergestellt worden, die nicht beständig waren. Tuttle hat für Art and the City ein wunderbares Werk auf diese ehemalige Tankstelle da an der Limmatstraße installiert, das eben über die Möglichkeiten des Skulpturalen nachdenkt. Also was kann Skulptur heute noch sein? Aus welchen Elementen kann man sie noch bauen? Man findet da alle möglichen Materialien, also man findet Kunststoff, man findet Metall, man findet Stein, also alles ist da drin. Man findet Figuration, man findet Abstraktion, man sieht im Grunde genommen den ganzen Facettenreichtum der Kunst der letzten 30 Jahre in diesem Werk drin verpackt und kann natürlich darüber eine richtig schöne Zeitreise antreten.